So. Hallo? Oh, ich warte erstmal. So, hallo und herzlich willkommen. Nee, es ist kein neues Projekt. Es ist einfach nur, um wieder in das Spiel hier reinzugucken. Und ich muss jetzt schon sagen, Alter, es fühlt sich auf jeden Fall flüssiger an. Also, was heißt flüssiger? Es ist deutlich aktiver als Demon's Souls. Ah, das ging so, okay, das ging so, okay. Ich will da reinkommen. Dark Souls ist ja mein auch absolutes Lieblingsspiel, das heißt, ich habe es schon 100 Mal gespielt, glaube ich. Diese Ecke kenne ich auch. Also, ich könnte einfach blind durchlaufen. Und ja, ich wollte mal gucken, ne, wie schnell ich den ersten Boss, der mir damals so viele Probleme gemacht hat, machen kann. Also eine Trophäe kann ich hier glaube ich nicht mehr bekommen auf meinem Konto, obwohl ich jetzt das Spiel neu spielen müsste. Das heißt, wenn ihr Interesse habt und mehr sehen möchtet, ne, dann ihr wisst, was zu tun ist. Aber auf jeden Fall, also das Spiel kenne ich, das Spiel habe ich durch. Natürlich, wie man gesehen hat, kann ich mir nicht alles merken. Aber ja, ich denke schon. Ich denke mal, dass ich einiges noch kenne von damals. Ja, dann wollen wir mal, ne? Erster Boss. Mal gucken, wie es wird. Also ich denke mal, also Jurek kenne ich. Ich kenne ihn privat. Darum. Gar kein Problem. Guck mal, easy gekontert. Hier machen wir die zweite Form ein bisschen sehr wenig. Ja, genau deswegen. Aber wenn man nicht sieht, fühlt. Das wird glaube ich eher ein kurzes Video, wenn ich mal mir das angucke. Ja. Boah. Haben wir es auch gemacht. Okay, nice. Wir können ja daraus von mir aus so eine Art No-Death-Run machen. Dass es so wie ein Hardcore-Charakter ist. Und falls ich sterbe, Dark Souls 3 aufhört. Ich würde dann sagen auch, komm, ich gehe noch bis zum, wie ist es, Firelink Shrine. Und dann lasse ich es auch aufhören. Die Folge. Oh, ich könnte. Oh, warte mal. Hier links ist ja. Ah, das Schild. Ach, da oben. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Hier war irgendwo ein Schild. Hunde sind hier auch. Eigentlich irgendwo gewesen. Aua. Ich will jetzt nicht an dem sterben. Aber ich könnte mich. Ah, ich leg mich nicht mit dem an. Nee, 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 der beendet den Run. Nee, nee, nee. Darum einfach lieber. So, hier hin. Moin. Na, ah, es gibt hier so geile Bosse und so geile Musik zu den Bossen auch noch. Ah, ich freue mich schon drauf. Also ich hoffe, ich sehe. Welcher Boss war das hier, der über mir? Den. Den möchte ich bekämpfen. Bis dahin möchte ich kommen. Ja, genau. Aber leveln wir ganz kurz, ne? Sehr schön. Natürlich hier zwei reinstecken. So, so, so. Also ich kann es nicht erklären, warum. Ja, ja. Aber das Spiel ist einfach so gut.
Also, er ist halt mein. Machen wir so. Ich brauche kein Mana. Ich weiß nicht, also. Allein die Musik, hört euch das mal an! Und das ist nur hier unser Hub. Achso. Also das ist absolut geil. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ich guessen dürfte, also ich denke mal, oh, das nächste Gebiet ist ja die Burg Lothric. Meine ich, ja genau. Da gibt es gemeine Stellen. Es gibt auch ein Boss, vor dem ich Angst habe. Es gibt auch so einen Baum, aber von dem habe ich keine Angst. Mal gucken. Wird glaube ich schwierig. Wird schwierig. Muss auch sehr vorsichtig spielen. Ich kann sehr schnell sterben in dem Spiel. Ja, dann machen wir noch einmal die Tür auf. Da oben ist auch der vorletzte Boss vom ganzen Spiel. Die Brücke ist der Horror. Das weiß ich auch noch. Ach man. Also es ist halt so aufgeteilt, dass man hier jetzt erstmal spielt. Ich glaube da unten, über meinem Kopf, ist auch ein Boss. Ich meine, das ist die Tänzerin. Und ab dann geht man halt ins Endgame-Gebiet quasi. Also das alles hier oben ist Endgame. Da ist die Bibliothek. Alter. Ja, ich weiß noch einiges. Krass. Ich habe mindestens 1000 Stunden in diesem Spiel. Also ich, ne? Ich habe auch die DLCs. Das heißt, ein Playthrough wäre sogar legit drin. Aber mal gucken. Wenn Demon's Souls die Luft ausgeht oder ich sage, okay, ich kann nicht mehr, weil das Spiel echt hart ist. Oder einfach, wenn, ne, Dark Souls so gut ankommt, dann kann ich ja weiterspielen, weiterbringen. Und ja. Das war, wie gesagt, eine kleine Aufnahme, ein kleiner Test. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns vielleicht dann beim nächsten Mal. Goodbye.